Und oben seht ihr, wenn ihr auch auf unsere E-Mail-Seite schaut, da seht ihr, dass wir Krisenbegleitung machen. Wir machen auch Teilhabeberatung, was halt dem Ansinnen von offenen Dialog sehr, sehr verwandt ist. Es gibt hier diesen Erfahrungsaustausch, es treffen sich verschiedene Gruppen bei uns in unseren Räumen. Die nutzen einfach unsere Räume, es gibt Erfahrungsaustausch, weil Erfahrungen sind etwas, was sehr im Zentrum des offenen Dialogs liegen. Und was uns gerade sehr froh macht, ist, dass wir auch eine große Weiterbildung nun starten konnten. Wir haben schon in den letzten Jahren immer wieder so kleinere Praxiskurse gemacht, offener Dialog, und nun haben wir den ersten Durchlauf einer offenen Dialog-Weiterbildung in Leipzig laufen. Und das ist eben auch eins unserer Vereinsziele, dass nicht nur wir Krisenbegleitung mit offener Dialog machen, sondern dass offener Dialog eine Möglichkeit wird, die alle umsetzen können, die in ihrem Alltag Krisen begegnen. Ja, und bei dieser Weiterbildung nehmen momentan 23 Menschen aus Leipzig teil, die in verschiedenen Institutionen arbeiten, auch in Kliniken, in ambulanten Versorgungsstrukturen, auch freie Radikale, wie wir immer sagen, Menschen, die sich einfach interessieren für offenen Dialog und die sagen, zukünftig will ich Krisen begleiten und jetzt möchte ich schon mal wissen, wie das mit dem offenen Dialog funktioniert. Genau, wir werden bei der Weiterbildung stark unterstützt von Volkmar Aderholt, das muss ich an dieser Stelle vielleicht sagen, ohne den wäre da sehr wenig möglich, auch in Deutschland insgesamt. Genau, das ist immer wieder, wenn es um die Weiterbildung offenen Dialog geht, dann kommt man ganz schnell darauf, dass der Volkmar Aderholt auch seine Finger mit im Spiel hat. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt noch ein bisschen verwirrt von diesem Anfang und davon, dass ich euch alle nicht sehe, aber ich glaube, ich kriege das hin. Jetzt am Anfang der Präsentation wollte ich noch mal näher darauf eingehen, wie das eigentlich kam, was da für eine Motivation dahinter steht, wenn man halt in einer Stadt wie Leipzig sich entscheidet, ja, wir machen jetzt hier offenen Dialog. In einer Gruppe. Wir sind mittlerweile 8 Leute, die Krisenbegleitung in Leipzig aus unserem Verein heraus mit offenen Dialog anbieten. Ich habe gestern mal nachgeguckt. Bisher hatten wir in diesem Jahr, in unserer Dokumentationstabelle haben wir da irgendwie 150 Gespräche dokumentiert. Es werden wohl 200 am Ende des Jahres werden, die wir mit offenen Dialog machen. Und mit der Krisenbegleitung zusammen sind es dann am Ende des Jahres wieder 700 Gespräche, die wir in diesem Jahr gemacht haben werden. Wir haben vor 2016 eben entschieden, wir müssen da was tun. Wir wollen, und das soll offener Dialog heißen, in unserer Gruppe hatten wir einfach Erfahrungen gesammelt, Psychiatrieerlebnisse begleitet, Freunde begleitet, die in Psychiatrien gekommen sind. Ich war damals Patientenfürsprecherin. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich da überhaupt reingestolpert bin. Das frage ich mich eigentlich jeden Tag in diesem Psychiatrie-Kontext. Eigentlich hatte ich ursprünglich mal mich mit Schule befasst und damit, dass Schüler vielleicht gar nicht in die Schule gehen müssen, wenn das System Schule nicht passt. Warum soll man da überhaupt reingehen? Und das beschäftigt mich auch jetzt immer wieder. Wenn Kinder in Schulen sind und darin traurig werden und tieftraurig werden, warum soll das Kind sich dann nicht dann verändern und warum verändert sich nicht die Schule? Also diese Anpassung von Systemen an uns Menschen, die beschäftigt mich seit vielen Jahren. Und als ich Einblicke gewonnen habe in die Psychiatrie und festgestellt habe, wow, krass, da werden Menschenrechte verletzt, da wird aktiv weggehört, soziale Hilfen werden verweigert, es existiert diese Fremdbestimmung, es existiert Zwang und Gewalt im psychiatrischen Kontext. Da hat mich das nicht losgelassen. Und genau, wir haben in der kleinen Gruppe damals zu dritt entschieden, wir greifen diesen offenen Dialog und wir fangen damit einfach an. So wie wir das damals entschieden haben, so läuft auch der ganze offene Dialog. Man geht auch, wenn man offenen Dialog macht, einfach nach Hause in die Krisensituation, man geht da erstmal hin, ehe man drüber nachdenkt, was jetzt eigentlich gut wäre. So haben wir damals auch gesagt, ja, nee, jetzt nicht einfach länger nachdenken, nicht länger kritisieren, sondern einfach anfangen. Wir fangen an, das anzubieten, dass wir offenen Dialog machen, schauen hinterher, wie wir das finanzieren können.
Und ob. Es wird schon irgendwie gut gehen. Wir haben all unsere Naivität zusammengerauft, um das Projekt zu starten. Individuelle Ziele, ich weiß gar nicht, warum ich diese Folie noch drin gelassen habe, die einfach, weil mir das Foto so sehr gefällt. Ja, also was kann man sich als Ziel setzen? Das sind halt gesellschaftliche Ziele, die, denke ich, viele von uns bewegen, auch in unserer Gruppe. Wie wünschen wir uns das Zusammensein? Und ich sehe mich da eigentlich auf dieser Seite, dieser wunderbaren Oma. Ich wünsche mir genau diese Gelassenheit, einfach neben dem blauen Monster sitzen zu können und vielleicht in meinem Rucksack zu kramen und zu überlegen, hole ich jetzt den Partyhut raus. Genau, das finde ich ein ganz wunderbares Bild von Katrin Eising hier aus Berlin, mit der ich auch offenen Dialog gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob sie da ist, aber egal, ich sehe euch ja nicht. Genau. Mit welcher Idee bin ich heute hier? Wow! Mit welcher Idee bin ich hier? Offener Dialog ist von jedem umsetzbar, behaupte ich einfach mal so. Offener Dialog ist mehr als die Abschaffung von Psychiatrie oder stationären psychiatrischen Strukturen. Offener Dialog ist eine Kulturtechnik und ein tiefes menschliches Bedürfnis, sich zusammenzusetzen, so wie meine Kinder das hier gemacht haben, und dialogisch im Austausch zu stehen. An der Stelle wollte ich kurz nur darauf eingehen, offener Dialog. Dialog, was soll Dialog überhaupt sein? Was meine ich mit Dialog? Und ja, seit Anfang des Projektes, aber auch nicht vorher, sondern erst seitdem ich das gestartet habe, beschäftige ich mich mit Dialog und dem Bedürfnis von Menschen, im Dialog zu stehen. Und für mich ist Dialog davon gekennzeichnet, dass Menschen sich gegenseitig Antworten geben, und durch das sich Antworten geben und sich aufeinander beziehen, wird man wahr. Das Wahrwerden durch Dialog ist, glaube ich, für mich eine wichtige Basis, gerade, und deswegen passt offener Dialog so gut dahin, psychiatrische Strukturen zu verändern und abzubauen, wo es so viel um die Unwahrheit geht, um das Unwirklichsein auf der einen Seite, aber auch das die Unsicherheit, was ist eigentlich wahr, was ist falsch, wer behauptet was, was ist gelogen. Also all diese Dinge, die da so in diesem Kontext um Wahrheit und Wirklichkeit basieren, die sind im Dialog, mit Dialog, dem kann man mit Dialog gut begegnen. Dialog ist nicht nur der Austausch zwischen zwei Menschen, und gerade offener Dialog, ich versuche euch das mal zu skizzieren, wenn ich hier Leute habe, das sind jetzt Leute, seht ihr das? Guckt ihr in die Präsentation? Soll ich eine Umfrage machen, wer in die Präsentation guckt? Ich gucke, mache mal eine Umfrage, wer in die Präsentation guckt. Ja, nein, wer guckt denn in die Präsentation? Lohnt sich das, wenn ich da was... Ja, es gucken Leute in die Präsentation, 5, 7, 9, 10, 11, 12, super, okay. Das freut mich, dann lohnt sich das, da ja reinzuzeichnen. Also passt auf, das hier sind Menschen, die sitzen so wie in diesem Iglo zusammen in einem Kreis oder zu Hause oder irgendwo auf der Straße. Und Dialog ist ja oft, wird es missverstanden als Gespräch zwischen zwei Menschen, was ja durchaus schon mal sein kann. Die unterhalten sich jetzt, einer sagt was zum anderen und der andere erwidert das. Und beim offenen Dialog sind aber mehr als zwei Menschen in dem Kern, wenn wir Netzwerkgespräche machen, sind mehr als zwei Menschen in einem Raum. Zwei unterhalten sich vielleicht und die dritte Person guckt sich das an, bekommt das mit. Die denkt sich vielleicht dabei was und kommt zu dem Schluss, ich erwidere auch etwas. Und das bekommen dann wieder andere auch mit. Die fangen dann an, sich zu unterhalten darüber, was sie hier wahrnehmen. Und das bekommt dann wieder die nächste Person mit und nimmt darauf Bezug. Also beim offenen Dialog im besten Fall, wenn wir in solchen Räumen sitzen, in einer akuten Krisensituation, passieren so Gespräche, die ziemlich durcheinander aussehen. Und irgendwas passiert in dieser Mitte, wenn die Pfeile sich treffen, dass dann quasi von dem Austausch über die äußere Welt, der auch davon geprägt ist, dass wenn Missverständnisse aufkommen, die relativ schnell gerade gerückt werden können. Zwei unterhalten sich und mutmaßen etwas, was vielleicht ist,
Und dann kriegt das die dritte Person mit und sagt, nee, aber damals hat Oma doch gesagt, das war ganz anders. Und dadurch kommen Missverständnisse relativ schnell aus dem Weg. Die äußere Welt bewegt sich und rückt sich gerade und die innere Welt bewegt sich. Und es bildet sich ein neues Sein. Genau, das ist so grob die Idee. Und ich glaube, das machen wir eigentlich alle ständig und jeden Tag. Und das ist eine Kulturpraxis. Und wir wollen eigentlich nur dafür sorgen, dass diese Kulturpraxis nicht unterbrochen wird durch psychiatrische stationäre Prozesse. Auch jetzt habe ich angekündigt, ich werde was sagen zum offenen Dialog in Finnland. Auf einer Konferenz in London habe ich Sekula, der ja der große Name des offenen Dialogs ist, erzählen gehört, an einem Tag veränderten wir alles, was nötig war, damit der offene Dialog entstehen konnte. Das war 1984 auf einer Konferenz mit Alanen zum Need Adapted Treatment, das ist quasi so die Vorstufe vom offenen Dialog, Mikrofon. Genau, nach dieser Konferenz veränderten wir alles, was nötig war, damit der offene Dialog entstehen kann. Und das waren vier Punkte eigentlich nur: nicht ohne den Klienten, über den Klienten sprechen, die ganze Familie einbeziehen, keine psychologischen Tests, keine Behandlungsplanung über den Akten. Und er sagte, dann hat es noch 10 Jahre gedauert und dann war der offene Dialog da. Ihr müsst wissen, alle die, die vorhin gesagt haben, sie wissen, haben noch nichts vom offenen Dialog gehört, offener Dialog kommt aus der Psychiatrie. Das ist kein Ding, was geschaffen wurde, damit Psychiatrie sich abschafft, sondern es waren Psychiater und Leute aus Psychiatrien, die in Psychiatrien arbeiten, die offenen Dialog entwickelt haben. Aber es hat sich die Psychiatrie dann damit abgeschafft. Der große Mythos aus Westlappland ist, dass es jetzt dort halt nur noch 8 Stationsbetten gibt in einer Region, die so viele Einwohner hat wie Sachsen. Und alles, was psychiatrisch passiert, passiert dialogisch und mit dem nach Hause fahren, zu Hause eben und nicht in der Station, in einem stationären Bereich. Ich wollte hier mit der nächsten Folie noch einmal kurz Bezug nehmen. Es gab halt an diesen Grundüberlegungen vom offenen Dialog, die sind so plausibel damals für uns gewesen in unserer kleinen Gruppe. Und zum Beispiel 2014 bin ich in einer sehr intensiven Begegnung dieser Aussage begegnet. Es ist ein Ausdruck von Missinteresse, wenn wir andere Menschen zermessen. Damit gehe ich nochmal kurz, setze ich nochmal einen Schwerpunkt auf psychologische Tests. Sekula sagte, sie haben aufgehört, psychologische Tests anzuwenden. Und ich glaube, das ist ein Grundelement in meiner Ausbildung. Ich bin ja psychologisch ausgebildet und da habe ich fast nur Testtheorie gelernt, als mir dann jemand sagte, es ist ein Ausdruck von Missinteresse, wenn wir andere Menschen zermessen, habe ich mir das aufgeschrieben und mitgenommen als Lehrsatz für mein Leben, den ich jetzt auch versuche anzuwenden. Jetzt schnell, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir denn, Moderator? Wir haben noch 43 Minuten. Sehr gut, das entspannt mich. Die berühmten 7 Prinzipien des offenen Dialogs wurden dann nach, ich hatte ja vorhin gesagt, 84 war diese Konferenz, da wurde entschieden, wir machen alles anders und dann hat sich das so über die Zeit entwickelt, dieses Nachhausefahren, der offene Dialog. Und was ist jetzt eigentlich offener Dialog? Es wurde dann halt geschaut, wir machen da irgendwas in Westlappland und das scheint irgendwie gut zu funktionieren und wir schauen mal auf die Gespräche, die wir da führen, die eine gute, oder auf die Begleitungen, die wir machen in Krisenfällen, die eine gute, wo es irgendwie gut läuft und, ich soll etwas langsamer sprechen. Ja, danke. Genau. Wir schauen mal darauf, wo es gut läuft in unserem Team in Westlappland. Also das ist aus diesem Forschungsteam in Westlappland formuliert worden, die 7 Prinzipien. Und sagen mal, was das eigentlich ist, was das ausmacht. Und da haben sie gesagt, erstens, was wichtig ist, ist die sofortige Unterstützung. Es gibt eine Krisenanfrage hier, es geht irgendwie gerade schlecht, irgendwas ist ganz schlimm. Und innerhalb von 24 Stunden da zu sein und unterstützend an der Seite zu stehen. Die Konzentration auf das soziale Netz.
Das bedeutet, immer wieder zu fragen, wer ist eigentlich noch da? Das soziale Netz nicht wegzuschicken. Nein, die Mutter hat hier nichts zu suchen auf der Station, sondern miteinander zu reden, sich zu freuen, umso mehr Leute dazukommen. Das ist auch so ein Standardsatz, auch bei uns in Leipzig, dass wir immer am Telefon sagen, umso mehr, umso besser. Wenn noch irgendwer da ist, kann gern dazukommen. Ach bitte, mit einladen. Flexibilität und Mobilität. Also offener Dialog ist aufsuchend und möglichst flexibel gestaltet. Das heißt aufsuchend, klingt furchtbar, merke ich gerade. Wir fahren nach Hause, wir fahren dahin, wo ein sicherer Raum ist, wo man vielleicht auch gerade nicht raus will oder wo man sich eben gerade aufhält. Flexibilität bedeutet, wenn nicht ich versuche, da ganz viel drin zu verändern oder wir in der Moderation versuchen, da nicht viel zu verändern, sondern wir versuchen, flexibel zu sein und uns an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Verantwortung als Prinzip des offenen Dialogs, das ist ein sehr großer Begriff und im offenen Dialog wird Verantwortung auf alle Anwesenden miteinander geteilt. Die Verantwortung liegt in der Mitte und wir greifen allesamt, wie wir da sind, danach. Und es gibt nicht dieses Ungleichgewicht, dass einer sagt, er hätte ganz viel Verantwortung, aber nimmt sie eigentlich gar nicht. Oder, genau, ich hoffe, ihr versteht das, die Verantwortung immer wieder auch zu reflektieren. Wie ist das hier mit der Verantwortung gerade in der Runde? Und dafür zu sorgen, dass Menschen ihre Verantwortung übernehmen können, greifen können. Psychologische Kontinuität als fünfter Punkt bedeutet, dass es nicht von vornherein gesetzt ist, ja, diese Form der Behandlung dauert jetzt so lange und dann hört sie auf und dann kommt jemand anderes und ist jemand anderes zuständig, sondern wir versuchen halt kontinuierlich ansprechbar zu sein über die vielen Jahre, vielleicht auch oder immer wieder. Toleranz für Unsicherheit ist ein sehr wichtiger Punkt beim offenen Dialog. Wir gehen nicht davon aus, dass wir irgendwas sichern können. Wir gehen davon aus, dass wir in Situationen kommen, die per se unsicher sind, die per se nicht aushaltbar sind. Und das Einzige, was wir mitbringen können dafür, ist, dass wir es tolerieren, dass wir auch ins Schwimmen kommen, wenn wir in die Krisensituationen kommen. Dass wir selbst unsicher sind und das auch sagen, wir sind unsicher, wenn wir es denn sind. Und der wichtigste Punkt, die Dialogförderung. Immer wieder geht es darum, nicht irgendwelche Ziele zu verfolgen, sondern dass unser Hauptziel, wenn wir das praktizieren, offenen Dialog, ist immer wieder, dass wir sagen, wir wollen Dialog fördern und nicht, wir wollen das Ziel erreichen, dass jemand wieder in die Arbeit kommt oder wir wollen das Ziel erreichen oder das Ziel erreichen. Unser Hauptziel ist, dass Dialog stattfindet. Okay, super. Jetzt weiß ich nicht, ob ich laut genug spreche, dass ich auch verstanden werden kann. Die Plexiglasscheibe macht besonders viel Sinn, wenn wir dann immer drum rumfassen, fällt mir auf. Aber ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass auch dieses Mikrofon dort oben dran ist. Irene, herzlichen Dank für deinen Beitrag. Es gibt noch einen letzten Punkt. Ich wollte dich von Moderationsebene darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt 22 Minuten und 30 in dem Beitrag sind und ich mich dann freue, wenn, also nur, dass ihr, wollte ich euch nur freundlich darauf hinweisen, so für die Zeit, das ist ja meine Aufgabe. Ja, jetzt möchte ich nicht weiter abhalten. Gut. Willst du das Mikro wieder zu dir nehmen? Nee, das funktioniert jetzt. Genau. Okay. Ja. Also es ist noch eine Folie und dann geht es über zu Janas Beitrag zu eurer Information. Möchtest du Zwischenfragen zulassen oder direkt weitergeben zu Jana? Ich würde gerne nur so Verständnisfragen jetzt zulassen und lieber am Ende dann ins Gespräch kommen. Okay, dann an euch, liebe zuhörende und zuschauende Personen. Gibt es Verständnisfragen, dann schreibt sie gerne in den Chat und unserer Moderation wird sie dann hierher bringen und dann stelle ich sie euch. Bitte. Genau. Ja, es wurde dann weitere 20 Jahre später wurden diese 12 Schlüsselelemente des offenen Dialogs
Genau, es gibt noch ein Problem mit dem Sound. Ich glaube, wir nehmen das doch wieder hier rüber. Sind wir zu hören? Ja, jetzt ist gut. Wurden diese 12 Schlüsselelemente des offenen Dialogs formuliert und da geht es nochmal ein bisschen tiefer rein. Also ihr müsst euch vorstellen, ein offener Dialog ist ja mehr als nur diese Zusammenkünfte, die ich vorhin aufgemalt habe. Offener Dialog ist ja auch ein Systemwandel. Also die 12 Prinzipien, die ich euch gerade erzählt habe, da geht es viel darum, wie geht das, wir gehen nach Hause, ich habe gerade die Folie nochmal geändert, jetzt kommt sie nicht, na gut, ich gehe wieder zurück. Jetzt hat sich alles aufgehangen. So, genau. Wir gehen nach Hause, stationäre Betten werden aufgebaut, es wird, genau, aber bei den 12 Schlüsselelementen, die 2014 von der Gruppe Ursen, Säkular und Sidonis formuliert wurden, da geht es nochmal rein in dieses Gespräch mit vielen Leuten. Was wird denn da getan? Was ist das Besondere an diesem Gespräch? Und das Besondere ist, dass wir immer zwei oder mehr, hier steht Therapeuten sind. Wir sagen lieber Moderierende oder wir sagen Dialog. In der Zwischenzeit was zu trinken. Ihr habt ja leider. Ich komme nicht raus aus der Situation. Okay, wir sind wieder da. Okay, kriegt ihr ein 3, 2, 1 oder sind wir jetzt wieder da? Okay, wir sind wieder da. Fantastisch. Ja, wir freuen uns, dass jetzt die Technik wohl wieder funktioniert. Da gingen ein paar Fragen ein. Wir setzen nochmal ein beim Beitrag, lassen doch nur noch die Verständnisfragen zu und ich halte jetzt wieder die Klappe. Ja, der Ton ist sehr leise. Das lag daran, dass das hinter der Plexiglasscheibe war. Ich hoffe, wir sind jetzt besser zu hören. Genau. Also innerhalb so eines Gespräches, wo wir dann kommen und aktiv Dialog fördern, ja, da sind wir am Anfang, starten wir mit offenen Fragen. Wir machen da ganz gewöhnliche Dinge, die auch in anderen Kontexten gemacht werden. Also dass wir so fragen, ja, wie kam es überhaupt zu diesem Treffen? Was ist jetzt die Idee dahinter gewesen? Und dann achten wir als diejenigen, die den Dialog fördern, darauf, dass irgendwie auch alle Personen, die da sind, auch einbezogen werden. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Hier, wir betonen in diesem Gespräch sehr stark den gegenwärtigen Augenblick, also so von unserer Seite aus. Wir fangen nicht an zu fragen, ja, was war vor 20 Jahren, sondern wir fragen, was ist jetzt gerade los? Das ist wirklich eine Notsituation, in die wir reinkommen und wo wir eine Krisenbegleitung in der aktuellen Notsituation machen. Und das ist eben gegenwärtig das, was gerade stattfindet. Wir erfragen vielfältige Standpunkte. Also wenn es sich zu sehr einschwingt und sehr nur ein Standpunkt da ist, dann fragen wir nach. Ich könnte mir gut vorstellen, jemand anders im Raum sieht das ganz anders. Wie ist denn das bei Ihnen? Genau, es gibt den Austausch über die Probleme und das Verhalten, das als bedeutungsvoll an. Also der Austausch über die Probleme und das gezeigte Verhalten, das erkennen wir als bedeutungsvoll an. Es muss nicht darum gehen, irgendwie jetzt ganz Lösungen zu kreieren in dem Moment, sondern es ist einfach schon wichtig und bedeutungsvoll, wenn man jetzt in dieser schwierigen Situation über das Problem sprechen kann. Wir setzen den Fokus auf Beziehungen, wir stellen auch zirkuläre Fragen, ne, so Fragen wie, was meinen Sie, wie es Ihnen geht? Also wir stellen so die Fragen so, dass die Menschen sich aufeinander beziehen, die im Raum sind. Genau, wir lieben das, wenn die aktuelle Erzählung, die Erfahrungen betont werden und statt Gespräche über Symptome zu führen, das ist für uns nachrangig. Genau, als Dialogfördernde, wir reflektieren sehr stark miteinander, also wir tauschen uns in der Metakommunikation aus. Wenn wir zum Beispiel unsicher werden, dann sagen wir das und machen transparent, wie es uns geht in der Situation auch oder machen transparent, was wir denken und fühlen.
Und ein wichtiger Punkt ist eben die Unsicherheit auszuhalten. Du hast aber gerade Metakommunikation gesagt. Ja. Kannst du das nochmal erklären, was du ja damit meinst? Metakommunikation ist, dass, wenn ich darüber spreche, was ich gerade gedacht habe, wenn ich nicht einfach nur sage, was ich denke, sondern auch sage, warum ich das denke, zum Beispiel. Okay. Genau. Und damit zeige ich mich auch sehr stark in einem offenen Dialog, oder wir als Dialogfördernde, wir zeigen uns sehr stark als Personen, wir sind da sehr stark als Menschen drin und mit all auch unseren Unsicherheiten. Und die Erfahrung ist, wenn wir Unsicherheit zeigen, dann gewinnt das Netzwerk an Sicherheit, weil das, was erlebt wird, das erleben ja die Menschen vor Ort und die machen sich alle Gedanken darüber, jeder macht sich Gedanken darüber, auch wenn es erstmal nicht so scheint, was da eigentlich gerade passiert und was eigentlich gerade helfen könnte. Und wenn wir von externen kommen, dann können wir überhaupt nicht sagen, was jetzt gut wäre. Das ist eine Grundhaltung, ne? Ja. Ich bekomme gerade einen Hinweis von der externen Moderation, dass wir mit der Folie ein bisschen auf die Tube drücken, ja, damit dann noch genug Zeit für Fragen übrig bleiben. Ja. Dann wir die Präsentation jetzt erstmal fertig machen. Ja, genau, dann ist Irene auch schon fertig mit ihrer Präsentation und jetzt würde ich anfangen mit meiner Präsentation und ich würde euch gern berichten, wie das für mich so war, am offenen Dialog teilzunehmen. Ich war, achso, ich rutsche das hier mal kurz zurecht. Genau, vielleicht noch was zu den Bildern. Das eine habe ich gezeichnet, das heißt auch Das Dunkel vor dem Licht und ich weiß gar nicht, wann es war, 2013. Das andere ist ein Porträt von mir, wo ich halt so ein bisschen aussehe wie so ein Geist. Manchmal habe ich mich so gefühlt. Genau, und zu mir. Ich bin 1982 geboren, habe 2002 ein Studium angefangen mit weiter und habe eine Krise bekommen 2007, als ich die Diplomarbeit geschrieben habe. Bin dann ins Krankenhaus gekommen, das würde ich dann vielleicht, achso, dazu noch, ihr könnt mir gerne Fragen stellen, wenn ich mehr zu einem Thema erzählen soll, dann könntest du mir das dann auch übermitteln, dann hole ich dann noch ein bisschen aus, aber ich wollte mich jetzt halt so ein bisschen kurz fassen. Genau, abgeschlossen habe ich 2008 und habe dann ein FEJ angefangen, danach Praktika gemacht und bin dann 2010 nach Leipzig gezogen. Da habe ich auch erste Gedichte veröffentlicht und auch echt meinen ersten Job angefangen, was echt cool war. Der war zwar nur leider 40 Stunden plus Bereitschaft, was mir dann auch nicht so gut getan hat. Da kam die nächste Krise 2014, die habe ich Freiheit und Bodenlosigkeit genannt. Eben weil es mir in Leipzig sehr gut ging, aber ich dann halt auch einfach den Boden unter den Füßen verloren habe. Zu der Krise dann auch später mehr. Und dann habe ich beim BUND angefangen zu arbeiten. Bund für Umwelt und Naturschutz ist das. Und 2017, durch eine Tablettenumstellung, habe ich dann wieder Stimmen gehört und habe dann weil für mich 2014 war halt so ein Ding, da habe ich angefangen mit Stimmhören so richtig krass. Hatte dann auch verschiedene, wie soll ich sagen, also mir ging es nicht gut. In meinem Kopf war echt Chaos. Und dadurch hatte ich 2017, dadurch, dass die Stimmen halt wieder kamen, hatte ich Angst, wieder verrückt zu werden. Und ich habe damals aufgeschrieben, Gründe dafür könnten sein Stress, Einsamkeit und Unausgesprochenes. Ja, und in dem Moment war gerade meine Psychiaterin im Urlaub, die Vertretung war nicht erreichbar, also habe ich einfach mal Stimmhören gegoogelt, Stimmhören Leipzig, und da war Irenes Handynummer. Genau, und ich habe unter Tränen angerufen, habe halt gemeint, ja, ich komme gerade überhaupt nicht klar, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin am Zusammenbrechen, ich habe Angst, dass ich wieder in die Klinik muss. Und am selben Tag war der offene Dialog bei mir, der erste, zusammen mit meinem besten Freund. Und 14 Tage dann der zweite offene Dialog mit meinen Eltern, auch bei mir zu Hause. Und ich gehe auch nochmal darauf dann ein.
Genau. Und was für mich den Unterschied ausgemacht hat zur Psychiatrie war, dass ich endlich auch über Inhalte reden konnte, weil ich habe als, ich sag's jetzt mal, als Psychotikerin habe ich erfahren in der Psychiatrie, dass Leute, Psychiater, Pflegerinnen, wer auch immer, nicht wissen will, was gerade mir vorgeht und mir eher sagen, dass ich halt halt krank bin und dass ich da nicht so viel drauf geben soll, dass halt alles abgetan wird. Und im offenen Dialog, im ersten offenen Dialog war es so, dass ich ganz viel erzählt habe, was gerade in mir vorgeht und so Sorgen abbauen konnte. Auch, dass das Umfeld sich sorgt, meine Eltern, meine Familie, mein Freundeskreis, die hatten alle schon so viel mit mir durchgemacht. Und dadurch hat es auch den Druck rausgenommen, dadurch, dass ich dieses alles aussprechen konnte, meine Gedanken, Gefühle und Vorstellungen. Es hat halt dafür gesorgt, dass ich halt auch wieder Zuversicht bekommen habe, was auch so ein großer Punkt für mich ist. In der Psychiatrie gibt es halt so wenig Raum für Zuversicht. Die Ärzte können das meiner Meinung nach schlecht vermitteln. Es ist aber auch Raum für Verzweiflung gewesen. Ich hatte Raum für Selbsterkenntnis und ich habe dadurch, dass das alles dem Raum gegeben wurde, habe ich wieder Mut gefasst. Hier sieht man auch einen Schlüssel, das ist für mich so ein Schlüsselmoment gewesen. Das ist auch noch eine Zeichnung von mir. Dazu kann ich sagen, dass ich halt Gedankenstimmen höre, das heißt, wenn ich in Stress bin, also früher war es halt krass, da bin ich die Straße lang gelaufen und Leute haben irgendwas gedacht und ich habe das gehört. Also ich hatte die in meinem Kopf. Und ich hatte halt wirklich Angst davor, dass das wiederkommt. Dann war es wieder da und durch den offenen Dialog habe ich die Angst davor verloren, vor den Stimmen. Meine Angst hat sich aufgelöst und die Stimmen haben ihren Schrecken verloren. Ich habe mir selbst erlaubt, die Stimmen anzunehmen und mit ihnen umzugehen. Und ich bin halt auch in Situationen gegangen, wo ich mit den Stimmen konfrontiert wurde und habe, bin trotzdem raus, bin unter Leute und habe mich damit konfrontiert. Und das ist, ich habe auch eine Verhaltenstherapie gemacht in der Zeit. Aber so willst du was fragen? Wenn du fertig bist, gerne. Okay, genau. Ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht in der Zeit. Also das Schlüsselmoment waren halt die zwei Dialoge. Okay. Jetzt ist der Moment, wo ich fragen darf. Du hast gesagt, wenn es eine Frage zu deiner Person oder im Kontext gibt, dann soll ich das dir kommunizieren. So genau. Frage ich dich an dieser Stelle. Wie wichtig deine eigene Erfahrung mit Stimmen hören und solchen Erfahrungen ist für die Beratung oder das, was du im offenen Dialog tust? Also, wiefern ist es relevant für dich? Also, ach so, ich bin hier als jemand, der im offenen Dialog teilgenommen hat. Also, ich führe noch, es könnte noch so kommen, ich führe selbst keine Krisenbegleitung durch. Okay. Genau, ja. Okay. Achso, ja, und heute habe ich nur noch bei Stresslevel, gerade eben auch nicht, komischerweise, aber habe ich manchmal noch Gedankenstimmen. So, jetzt noch drei Bilder. Nach den Dialogen habe ich für mich wieder Mut gefasst, wie gesagt, und konnte mich weiterentwickeln, habe meinen jetzigen Job bekommen und war wieder kreativ. Und für mich war das halt es ist zwar hier ein Sonnenuntergang, aber es ist halt am Kosbrudner See die Sonne, die über dem Horizont ist. Und das ist für mich halt so ein Bild. Ich mal gucken, was kommt jetzt noch. Genau, und ich habe euch ja noch versprochen, einen Eindruck vom Laden zu vermitteln, vom offenen Dialog, wie er in der Südvorstadt als Raum existiert. Und da seht ihr drei Bilder. Es gibt halt ein Bücherregal mit ganz vielen Infos zu ganz vielen tollen Themen. Das sind alte Bilder, aber so habe ich es halt kennengelernt. Deswegen habe ich es dann auch gleich mal verwendet. Und es sind halt in allen Ecken und Enden gibt es Infos für Vernetzung, zum Ermutigen und zum Ermächtigen.
danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie mir gern. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank. Bin ich gut zu hören? Ja, lasst es mal bei euch. Es müsste eigentlich funktionieren mit dem Mikrofon hier oben. Ist es so? Okay. Gut. Also, es gab, in der Zwischenzeit haben sich hier einige Fragen noch angesammelt. Und also, die hatten einen ganz großen gemeinsamen Nenner. Und der heißt, wie Mensch mit einem unkooperativen Netzwerk umgeht. Was ist, wenn das soziale Netzwerk aus Menschen besteht, die einem eben nicht so viel Gutes wollen oder total daran glauben, dass die Psychiatrie und Psychopharmaka eigentlich das ist, was der betroffenen Person am besten tut. Wie geht ihr damit um? Ja, das ist total schön, dass diese Frage kommt. Häufig, wenn ich Vorträge mache, werde ich anders gefragt, wie wir mit unkooperativen Patienten umgehen. Das total freut mich, genau, weil das ist auch etwas, das kommt vor, unkooperative Netzwerke. Was heißt das? Also für mich, ich denke an erster Stelle als unkooperatives Netzwerk, wenn es schon so lange irgendwie immer wieder ganz schwierig war und teilweise juristische Annäherungsverbote verhangen wurden oder so und man nun versucht irgendwie mit Leuten, wenn dann das Anliegen von der Person ist, die zu uns kommt, ich möchte mit denen in Kontakt kommen, die aber schon längst nicht mehr wollen, dann habe ich da noch keinen Umgang damit gefunden, außer dass man das mal versucht und dann irgendwie Ablehnung spürt und dann geht es nicht und dann fragt man, wer ist denn noch da? Also muss es denn jetzt die Familie sein, die das irgendwie gar nicht will oder gibt es nicht eigentlich noch Leute, die anders in der Nähe sind? Und wenn da halt aber gesagt wird, nee, ist einfach niemand da oder ich will nicht mit den Leuten, mit denen ich mich gut umgebe, mit denen will ich nicht zusammenkommen, die sollen mich so nicht erleben in der Krise, das halte ich von denen fern, dann ist es halt einfach so, dann drängen wir da nichts auf, keine Netzwerkgeschichten oder so. Aber wenn jetzt so dieser Wunsch so sehr im Raum ist, mein Angehöriger, mein Freund, der muss doch diese Medikamente ganz dringend nehmen und gar nicht anders und das ist ganz eng und so, dann erleben wir das ganz schnell, dass sich das in solchen Netzwerkgesprächssituationen viel weicher macht und dass dieses Medikamententhema, das ist eine große Not und wenn man die Not dahinter anspricht und danach fragt, warum ist das so wichtig und dann auf die Erfahrungen zu sprechen kommt, dann wird das sehr konkret und man hat die Möglichkeit jederzeit auch über die Erfahrungen dahinter zu sprechen dann. Und dieses Kooperation entsteht dann im Dialog, bestenfalls. Jana, dann die Frage an dich. Wie hast du das empfunden, als du den offenen Dialog erlebt hast für dich? Hast du durchweg positive Erfahrungen gemacht? Oder wie sieht es, das ist auch eine Frage, die kam, wie sieht es dort aus mit dem Grenzenziehen? Gerade wenn ein Mensch in der Krise ist, ist es sehr häufig schwierig, dann die Grenzen zu ziehen. Und da besteht das Interesse an, wie war es für dich? Ich habe es als positiv empfunden. Ich habe es... Es war sehr gut für mich, dass es zu Hause war bei mir, dass ich kein fremdes Umfeld hatte. Auch die Leute, Irene war da und noch ein Kollege von ihr. Und ich habe mich halt sicher gefühlt in meinem Umfeld. Und auch mein bester Kumpel war dabei und hat mir auch das Gefühl gegeben, er hört mir zu, er geht auf mich ein, er ist interessiert an dem, was ich erzähle. Und auch mit meinen Eltern, es war ein so tolles Gespräch. Es war noch eine Praktikantin da, also es waren dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute in meinem Zimmer irgendwie, so stuhlkreismäßig. Und wir hatten dann ein tolles Gespräch. Also es war wirklich für mich, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand meine Grenzen überschreitet, zu keinem Zeitpunkt. Ich habe mich geschützt gefühlt. Okay, super. Das ist ja auch immer so eine Frage, wie die subjektive Erfahrung ist.
Hier kommt noch aus dem Publikum, dass, also ich lese vor, vor allem in Krisensituationen kann eine Person sich nicht wirklich damit auseinandersetzen, wem er sie was erzählen möchte und findet sich vielleicht danach doch überrumpelt, unangenehm, innerlich oder beschämt. Ja. Und das sind dann auch geschulte Personen und die unerfahrene Person traut sich eventuell gar nicht, das Angebot abzulehnen. Das ist wieder so im Kontext von Grenzen. Also wie, also ist einmal deine Erfahrung als Nutzerin, du hast schon gesagt, das ist sehr positiv gewesen bei dir. Und wie ist für dich in der, also in deinem Team, der Umgang mit solchen Situationen? Also kommt es da auch vor, dass ihr bei Menschen sitzt, die, wo ihr so denkt, schwierig jetzt da einen Kommunikationszugang zu bekommen? Wie ja, ist ja auch, also man kann ja über alles Mögliche reden. Kommunikationszugang, ne? Und man kann ja auch reden, ohne zu reden. Also wie kommunizieren wir? Man kann auch reden, einer redet irgendwie ganz, die ganze Zeit und hört trotzdem zu, das gibt es auch. es ist, was war die Frage, wenn, genau, wenn das so beschämt ist, das wäre mir ganz unangenehm, wenn das passiert. Und das würde, wenn ich das erfahre, dass das passiert ist, dass es jemand, dass man hinterher sich so geschämt hat und es kommt vor, dass das zurückgemeldet wird, dann entschuldige ich mich, weil ich das nicht möchte. Und es geht mir persönlich nicht darum, in der Krisenbegleitung mit offenem Dialog jetzt alle Themen nach oben zu holen. Alles muss gesagt werden. Ich finde es wahnsinnig gut und wichtig, dass es Geheimnisse gibt. Und wenn man manchmal irgendwo hinkommt und merkt, da, ich spüre, da ist das Geheimnis. Ja? Ja. So ganz aus der Erfahrung vielleicht auch heraus, weil sich das irgendwie ähnlich anfühlt wie woanders, wo ich schon mal so ein Geheimnis sich entfachen gesehen habe, dann muss ich danach nicht fragen, nicht unbedingt, außer wenn ich irgendwie, also ich kann erst gehen, wenn ich sicher bin, wenn ich mich sicher fühle. Ja. Okay, das verstehe ich. Dann gibt es die weitere Frage, wie geht ihr denn damit um in so einem Beratungs- oder in einem offenen Dialog, Verzeihung, wenn ihr als Team merkt, oh, da findet gerade eine Grenzüberschreitung statt, interveniert, also setzt ihr euch dann dazwischen, sagt ihr, das geht so nicht, wie vermittelt ihr, macht ihr Mediation oder was macht ihr in so einer Situation? Das ist eine ganz schwierige Situation und das unterscheidet sich, glaube ich, auch von anderen empowernden Projekten, dass wir versuchen, im Rahmen des offenen Dialogs jeder Person genauso zugewandt zu sein, allparteilich zu sein. Und wenn wir das Gefühl haben, ich sitze da und ich bewerte die Situation, da ist eine Person einer anderen gegenüber grenzüberschreitend, dann versuche ich persönlich oder wir schulen uns darin, dass wir dennoch allen zugewandt bleiben. Das heißt, nein, wir intervenieren da nicht und sagen, das war jetzt eine Grenzüberschreitung, ich setze mich jetzt dazwischen, sondern ich muss immer davon ausgehen, dass die Situation, in die ich reinkomme, sowieso per se grenzüberschreitend von vornherein, von vorne bis hinten ist. Okay. Und aber wenn ich da quasi dann bewertend reingehe und einer Person zurückmelde, du bist grenzüberschreitend, dann wird die sich verschließen und aus dem Dialog raustreten. Und dann geht es weiter. Dann gehen die Grenzüberschreitungen weiter. Ja. Jana, du hattest gesagt, dass... danke, Irene. Bitte. Du hattest gesagt, dass du... Ja, also ein vertrauensvolles Umfeld hattest mit dem, also als du in dieses Dialog-Setting gegeben hast, das dir den Raum gegeben hat, eben auch auszudrücken, was mit dir los war und das auch so ein bisschen die Spannung rausgenommen hat. Ja. Würdest du so von dem Inneren, wie ist dein inneres Gefühl gewesen so? Also wenn du drei Schlagworte nennen wirst, wie hat sich die Erfahrung, das einen offenen Dialog mitzumachen, für dich innerlich angefühlt aus heutiger Sicht? Mhm. Ja, es ist schon, also es ist ein starkes Wort, aber es ist schon eine Befreiung, weil ich, drei Schlagworte hattest du gesagt, Befreiung, Gelöstheit und Zuversicht. Wow, das sind ja ganz große Worte. Ja. Herzlichen Dank. Also, wir sind noch nicht ganz durch.
durch. Ihr seid noch nicht ganz durch, ja, wir müssen, aber ich wurde von der, ich bin ja auch hier nur die Person, die hier sitzt und mit euch sprechen darf. Die eigentliche Moderation sind drei weitere Personen, die mir hier sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Und deshalb sage ich euch, ihr habt schon viel geredet, wir müssen ein bisschen fokussierter sein, damit wir noch Fragen durchkriegen. Wir haben jetzt noch 15 Minuten. Okay. Also wir haben die Zeit abgezogen, die wir für technische Schwierigkeiten und unseren ersten Technik-Check on air hatten. Und da bleiben jetzt noch 15 Minuten. Und jetzt sage ich was, was du, Irene, und du, Jana, vielleicht auch schon mehrfach gehört habt, nämlich, dass die Angehörigen ja auch häufig ein Teil des Problems sind. Also, dass ja in einer Krise oder Verrückung oder was auch immer, wie man das nennen möchte, die Angehörigen mit Auslöser sind für den Betroffenen und dann aber diejenigen sind, die am längeren Hebel sitzen und sagen, so, jetzt musst du aber reden. Und also bist du als Dialogerin schon in die Situation gekommen, dass halt der offene Dialog gerufen wurde, aber die betroffene Person gesagt hat, ey, ich will mit denen überhaupt nicht reden, weil die sind, also die haben mir erst das Chaos veranstaltet, was ich jetzt im Kopf habe. Also, ja, das ist mir schon passiert und dann kann es auch mal passiert sein, dass es gar nicht dann dazu kommt, dass wir kommen und sagen, es geht halt nicht, wieder gehen und allen unsere Nummer geben und sagen, hier, wenn es irgendwie für euch gut ist, dann können wir auch wiederkommen. Und ein wichtiger Fokus ist nochmal zu verdeutlichen, offener Dialog heißt nicht Familiengespräche, es geht um Netzwerke, um soziale Netzwerke, die einen umgeben und von denen man sich auch umgeben möchte. Also wir machen auch viele Gespräche in WGs oder so. Okay. Jetzt würde ich gerne, also es gibt noch Fragen, die beschreiben eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du, Jana, beschrieben hast mit deinen drei Schlagworten. Also du hast ja von der durchweg positiven Erfahrung gesprochen und von Sicherheit. Jetzt wird aber gefragt, wie sieht es aus mit Menschen, also ist es schon vorgekommen, dass ihr in einer offenen Dialogsituation eben die Frage hat, Irene, ich stelle noch die Frage an dich. Mach das. Also dass halt einfach in der offenen Dialogsituation einfach die Intimsphäre verletzt wurde und einfach so eine sogenannte Trigger-Situation vorkam, dass es dann erst so richtig losging? Also es ist eine Frage. So richtig losging in der offenen Dialogsituation. Also wir können formuliere die Frage vielleicht nochmal anders. Würdest du von deiner Beratungserfahrung, das ist ja der offene Dialog in der Praxis, ja, ist es schon, also nimmst du es vorwiegend oder eigentlich immer so wahr, dass das so einen beruhigenden Aspekt hat, einen klärenden Aspekt oder dass es sozusagen Befreiung oder ein Loslassen in der Situation gibt oder hast du das auch schon mal, also etwas anderes erfahren? Ich habe ganz viel erfahren und das lässt sich überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Ich habe auch ganz viel sehr Unzureichendes erfahren und auch sehr viel Frustrierendes. Es ist auch schwierig, wo kommen wir denn in Leipzig dazu, in eine Krisensituation, in einer Stadt, wo es halt bisher vor allem ganz, ganz viel Standardpsychiatrie gibt, ein hohes Level an Medikation und Rückfälle da frage ich mich, wie viel bringe ich dann ein, irgendwie jetzt über Medikamente zu sprechen oder nicht, mache ich das oder nicht, ist es jetzt gewünscht oder nicht, also das sind echt schwierige Voraussetzungen und es ist jetzt nicht eine Harmoniearbeit die ganze Zeit, aber Netzwerkgespräche grundsätzlich mache ich immer total gern, also wenn wirklich die Situation entsteht und die haben wir gar nicht per se immer, dass ein Netzwerk dann wirklich da ist und man diese Situation mit 5 Leuten im Raum plus 2 Moderierende hat, aber wenn die da ist, dann ist es eigentlich immer gut. Genau, also das kann ich schon sagen, es beruhigt sich eher und es gibt in den Gesprächen einen Eskalationsverlauf, immer, damit rechnen wir. Aber am Ende steht eine Erschöpfung, so nennen wir das. Und in der Erschöpfung entstehen ganz kleine Momente von
jetzt können wir doch als nächstes das machen. Und das ist es dann, was es ausmacht. Okay, wow. Das ist für mich schlüssig. Dankeschön. Du hattest darauf hingewiesen, dass noch was übrig geblieben ist. Ja, Team. Jetzt ist der Zeitpunkt, das zu teilen. Ja, das freut mich. Ich wollte nämlich eigentlich mein Team auch noch gerne laut werden lassen. Ich hatte da mal rumgefragt, was macht ihr da, wenn ihr offenen Dialog praktiziert? Was ist euch dabei wichtig? Und jetzt sind O-Töne von den anderen 6, 7 Leuten, die da noch sind. Die erste Bedingung beim Zuhören ist Mut, weil wir selber riskieren, verändert zu werden. Das zielt auf diese Flexibilität an, von der ich vorhin sprach. Meistens das, wovor man Angst hat und am meisten weglaufen möchte, also ich als Moderierende, das ist sinnvoll zu fühlen und es ist komischerweise gar nicht anstrengend, das zu machen. Das verblüfft mich, weil man das so gewohnt ist, dass man sich schützen soll und Grenzen ziehen soll. Das ist gar nicht notwendig, wenn man seinen Gefühlen treu bleibt und nicht so komisch rumlabert. Es ist einfach, ich möchte euch so ein bisschen ein Gefühl zu den Leuten geben, die bei uns offenen Dialog machen. Stichwort diagnosefrei. Dass Diagnosen keine Rolle spielen bei uns. Eigene Betroffenheit, das wurde vorhin auch gefragt, inwiefern ist es wichtig, wenn Jana zum Beispiel, da wurde ja verstanden, dass sie auch offene Dialoge moderiert, selber Stimmen hört. Ich musste mich auf der Arbeit zuvor verstecken, hat eine Kollegin von mir gesagt. Und das ist in unserem Team natürlich nicht nötig. Das Nachhausegehen steht hier noch einmal betont. Das ist ja vorhin in den Anmerkungen kam es immer wieder und da dachte ich, da sage ich vielleicht noch kurz was dazu. Das Nachhausegehen ist für mich persönlich ein ganz zentraler und wichtiger Punkt. Nachhause heißt dahin, wo Mensch sich wohlfühlt und sein will, weil ich bin dann Gast in meiner Rolle. Und das ist auch was, wo wir in der Schulung, wenn wir das üben, offenen Dialog zu machen, viel eingehen. Ne? Also ich bin in einer Gastrolle da und verhalte mich wie ein Gast. Und wie verhält sich ein Gast? Also ich persönlich habe mich geschult damit, dass ich vorher Wanderungen gemacht habe, wo ich jede Nacht woanders übernachtet habe, immer da, wo ich gerade ankam und ganz viel Gast bei Menschen zu Hause war. Ziehe ich die Schuhe aus, wenn ich hier ankomme? Wie mache ich das? Und dann gehe ich auch wieder. Ein Gast, der ist auch unsicher, wie lange darf ich bleiben, sollte ich vielleicht wieder gehen und so. Und genau, das ist eine ganz andere Rolle, als wenn ich jetzt Psychiaterin bin oder Psychologin in einem stationären Setting und da eben dazu einlade, dass Menschen dahin kommen und die Bedingungen und den Rahmen schaffe und oder einen Therapieraum gestalte. In den ich einlade. Das kann seine Vorteile haben, aber das ist eben nicht beim offenen Dialog der Fall. Und da grenzt sich offener Dialog auch von Home-Treatment ab. Offener Dialog ist natürlich ein Home-Treatment, also eine Zuhause-Behandlung, aber niemals einfach als psychiatrische Behandlung zu Hause, sondern immer als offener Dialog, als Dialogförderung. Und mit diesem, ich bin da Gast und nicht, ich bin da als die Expertin zu Hause. Und das wäre die Verletzung der Intimsphäre, wenn das so stattfindet, und das sehe ich sehr kritisch. Genau. Das lese ich noch vor. Das klingt. Ich wollte auf Moderationsebene darauf verweisen, dass das haben sich noch Fragen gesammelt. Ja. Die könnt ihr dann im Chat beantworten. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Ja, genau. Das sind die letzten 5 Minuten. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe das Vertrauen manchmal nicht, dass Verletzungen geheilt werden können, hat eine Kollegin von mir gesagt. In Netzwerkgesprächen lösen sich große Verletzungen jedoch von selbst. Das stärkt mein Vertrauen. Und das waren dann keine besonderen Situationen, in denen sich Verletzungen irgendwie von selbst gelöst haben. Es ist öfter passiert, dass ich das Glück hatte, dabei zu sein, dass Leute miteinander sprechen und dann passiert dieses Heilen. Ich denke, das Kriterium dafür ist, dass mehr als eine Person da ist. Ich bin oft so überrascht darüber, was die Leute sich gegenseitig sagen. Ich denke dann oft, das ist ja rührend und perfekt. Von Grund auf erwarte ich eigentlich viel weniger Liebe und bin überrascht, wie viel Liebe da ist. Ja, also es klingt sehr hochtrabend, aber ich muss, das ist halt irgendwie so. Genau. Und ja,
Ich habe euch versprochen, dass das die letzte Folie sein soll. Hier habe ich noch einmal kurz erwähnt, dass es ein Auflösen gibt von diesen Begriffen gesund und krank. Und ja, für mich ist auch oft die Frage, und da gehe ich noch mal ganz kurz auf den Anfang ein, was heißt eigentlich multiprofessionelles Team im offenen Dialog? Ich habe am Anfang gesagt, ein offener Dialog ist von jedem umsetzbar. Und ich denke, dass es zur Auflösung psychiatrischer Strukturen in Deutschland auch gehören müsste, dass multiprofessionelle Teams sich aus verschiedenen, ganz verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zusammensetzen. Es könnten auch Lehrerinnen einen offenen Dialog machen. Es könnten auch Leute aus ganz anderen, da frage ich euch vielleicht, das ist auch vielleicht was für den Chat gleich nachher, was denkt ihr, wo werden Krisen begleitet und wo werden Krisen in Deutschland erfolgreich begleitet und was wird überhaupt nicht gesehen in diesem psychiatrischen Kontext und wer könnte offenen Dialog praktizieren, wo wäre das besser aufgehoben als die vielen Mühen, die wir da rein verwenden, psychiatrische Strukturen zu verändern. Okay, super. Das ist ungewöhnlich, dass der Beitrag endet mit einer Frage der ReferentInnen an die TeilnehmerInnen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und würde euch dann verabschieden in den Chat. Könnt ihr nochmal in die Kamera winken und sagen Tschüss. Ja, ich habe mich gefreut, dass ihr da wart und mir selbst, obwohl ich schon mehrfach bei euch zu Gast war, nochmal ein deutlicheres Bild vom offenen Dialog verschafft habt und auch die Erfahrungsebene, das fand ich super, weil ich habe selbst nie einen offenen Dialog erfahren und kann sagen, dass so von dem, was ich mitbekomme, hat die Erfahrung des offenen Dialogs in der betroffenen Sicht ist eine Hoffnung, also dass sich wirklich was verändert. Mhm. Und ja, deshalb wünsche ich mir für den offenen Dialog in Leipzig, dass es so weitergeht und dass ja, wir in Kontakt bleiben und es für euch hier trotz aller Hindernisse angenehm war, eure Beiträge ja zu teilen. Und wir freuen uns auf den Chat. Okay. Und wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Okay, super. Herzlichen Dank. Dankeschön. Genau, und jetzt an dieser Stelle, da kann ich mich nur anschließen, kamen Kommentare rein, dass super viel Respekt für euer Projekt ist und dass ihr hierher kommt, auch in, also einfach das erzählt, so, da gehört ja auch viel dazu. Und herzlichen Dank. Ja,